Und mit diesem wunderschönen Title-Stream heiße ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, Zero of Time. Und zwar The Legend of Zelda The Wind Waker. Erschien 2002 für die GameCube. Ein etwas anderer Teil wie die anderen Zelda-Spiele. Ihr seht schon von der Grafik allein hier. Aber Leute, lasst euch nicht von der Grafik irritieren. Es ist mit, aus meiner Ansicht nach, das zweitbeste Zelda. Beziehungsweise schon fast das Beste. Deswegen, ich habe mit dem Spiel viel Erfahrung geweckt, beziehungsweise bekommen. Und nicht umsonst würde ich es für euch let's playen. Dieses Spiel hat etwas, aber was es hat, werde ich mit euch herausfinden, beziehungsweise werde ich euch zeigen. Also Leute, bleibt dran bei The Legend of Zelda The Wind Waker. Wir können natürlich hier wieder unseren Helden auswählen. Dies alles spiele ich natürlich auf meiner HD PVR, da ich jetzt ja Konsolenspiele der allen Generationen machen kann. Oh yeah, das ist awesome. Und wir heißen nicht N, wir heißen natürlich Zero. Wir sind ja hier nicht im Pokémon, heißen einfach N. So ein einfallsreicher Name, N. Und wie gesagt, Leute, dieses Spiel gibt Ihnen eine Chance auf jeden Fall. Es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel. Nicht umsonst werden wir jetzt vom Wind weiterziehen. Dies ist eine der vielen Sagen und Legenden, die sich die Menschen überliefern. Es war einmal vor langer Zeit in einem weit entfernten Königreich, von dem man sagte, die Kräfte der Götter wurden in ihm ruhen. Dieses Land war gesegnet mit der frischen, lebendigen Grünes und der idyllischen Natur. Aber das Böse hatte sein Auge darauf gerichtet und raubte die Kräfte der Götter. Durch diese dunklen Mächte wurde das Königreich in die Finsternis gestürzt. Doch als es so aussah, als wäre das Ende gekommen, tauchte plötzlich ein Jüngling gewandt in Grün der Wiese aus dem Nichts auf. Der Jüngling schwang sein heiliges Schwert und bannte damit das Böse. Das Licht der Hoffnung erleuchtete das Königreich wieder. Das Volk nannte den Jüngling, der die Grenzen der Zeit überwunden hatte, den Helden der Zeit und überlieferten seine Geschichten. Generationen vergingen und seine Abenteuer warfen sich mit der Zeit dem Mantel der Legende über. Doch dann wurde das Königreich erneut in den Sog der Tragödie gezogen. Das Böse, das der Jüngling vermeintlich gebannt zu haben schien, kroch einmal mehr aus dem Eingeweiden der Erde hervor. Das Volk des Königreiches glaubte fest dran, dass der Held der Zeit zurückkommen würde. Doch kehrte er nicht wieder. Hilflos standen die Menschen dem Bösen gegenüber, ihm blieben nur ihre Gebete. Schließlich blieb ihnen kein anderer Ausweg, als ihr Schicksal in den Händen der Götter zu legen. Was danach aus dem Königreich wurde, davon weiß heute niemand mehr zu berichten. Die Erinnerungen an das Königreich mögen verblassen, aber die Legende wird vom Wind getragen und ist noch nicht vergessen. Es gibt eine Insel, auf der es Brauch ist, dem Jungen ein grünes Gewand zu überreichen, so er ein bestimmtes Alter erreicht. Der Wind, der über das Grüne der Wiesen streicht, erfüllt sein Herz. Wie ein Wirbel schwingt er sein Schwert gegen das Dunkel. Der Wunsch, dass er so wird wie der Held aus der Legende, voller Mut und Tatendrang,
liegt wohl diesem Brauch zufrieden. Und da schon unsere Anfangsstadt. Präludien, die Heimat unseres Protagonisten. Aber ich spiele doch keine Frau. Zero! Ja. Zero! What's Moser? Vielleicht auf dem Tour? Interesting thing. Oh mein Gott, im Homer-Kostüm. Aus der letzten Saison. Zero. Hat sonst. Wow, sie ist gut. Und schnell. Erstmal strecken. Da bist du ja. Ich könnte mir auch von hier oben aus den ganzen Tag lang das Meer anschauen. Du Zero, weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist? Mittwoch? Du bist noch ein bisschen verschlafen, habe ich recht? Etwas. Hast du etwa vergessen? Donnerstag? Wo ist dein Geburtstag? Oh. Darum wartet Oma auch schon ganz ungeduldig drauf, dass du endlich nach Hause kommst. Gut, dass ich dich gesucht habe. Zero, geh schnell nach Hause und lass Oma nicht lange warten. Ja, werden wir machen. Also, wir können jetzt schon unseren Protagonisten spielen. Und zwar den guten Zero. Schön im Hummerkostüm, im Blau-Orange. Stylisch wie je und je. Können wir ein bisschen springen, Salto Mortale, whatever machen. Unten links sehen wir mal die Karte Präludien. Normalerweise war sie unten rechts im Bildschirm. Deswegen, ihr seht schon, es ist eine sehr große Stadt, also Präludie. Und ich will noch nicht so viel verraten, sage ich mal. Und wie gesagt, Leute, es ist ein anderes Zelda. Es ist nicht wie die Vorgänger, Majora's Mask oder Ocarina of Time, also jetzt von der damaligen Zeit her. Mit einer schönen 3D-Grafik, die hochauflösend ist heute für die damaligen Verhältnisse. Nein, es ist eine Comicbuch-Grafik, kann man sagen. Ein schöner Comic ist das. Und wie gesagt, ich bin kein Grafikfetisch, von daher kann ich sagen, dass das Spiel richtig geil ist, beziehungsweise auch noch wird. Das werdet ihr sehen, beziehungsweise das werde ich euch zeigen, und das wird ein 100% Let's Play für alle, die es noch nicht wissen, beziehungsweise falls ich es vergessen habe, am Anfang zu sagen, und ich glaube, ich habe es vergessen, damn it. Auf jeden Fall, holen wir noch hier ein paar Rubine und ein paar Sprung damit zu machen. Wir können automatisch springen, indem wir zu Sachen wieder hinspringen und... ja, einfach drauf visieren. Was hast du denn zu sagen, Kleiner? Ob ich wohl auch so toll wie du springen kann, Zero? Wir können es ausprobieren. Los, springen! Klatsch. Oh, ins Wasser gefallen. Das tut mir leid, Kleiner. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal unsere Oma suchen und gucken, was sie für uns hat für Geschenke. Geschenke, Geburtstag. Way! Oh, hallo, Kleine. Auf ein Date? Hallo, Zero. Alles Gute zum Geburtstag. Sag mal, deine Schwester Ariel. Ach, hier ist halt kompakt. Bist du nicht über den Weg gelaufen, oder? Sie sollten dir ausrichten, dass dich deine Großmutter sucht. Da fällt mir ein, als mich deine Schwester neulich gesehen hat, sagte sie, sie wollte auch schnell groß werden, um wie ich Krüge tragen zu können. Sie meinte, dann könnte sie ihrer Großmutter zur Hand gehen. Wenn du sie triffst, dann sag ihr bitte Folgendes. Wenn sie vor dem Krug steht, kannst sie mit Hilfe von A drücken, ihn hochheben. Ja, ist okay. Ist okay, ist okay, ist okay. Also, auf guter... Schnodder-Attacke, nein, Schnodder-Attacke! Wow. Der darf uns sie sehen. Der ist Mr. Schnodder. Also, sie wollen uns sagen, dass wir Sachen hochheben können mit A. Und dann, ja, uns den nicht um den Kopf hauen können, damit wir eine Gehirnerstörung kriegen. Hier sind auch noch ein paar Krüge. Mal gucken, ob wir die treffen können. Dosen werfen. Oh yeah. Mann, sind wir awesome. Und den letzten Krug. Zack. Nochmal einen schönen Rubin für uns. Nice one. So. Auf jeden Fall gehen wir jetzt in unser Haus rein, was schön verziert ist mit diesem Triforce, was umgedreht ist. Klopf, klopf. Zack. So, und schon sind wir in unserer Bude hier mit
schönem Hochbett und einem Einzelbett. Hier wohnen noch drei Leute. Warum sind hier nur zwei Betten? Yep. Interesting thing. Auf jeden Fall hier schön die Suppe am Brodeln. Ich will sie betrachten. Komm, lass mich doch spielen. Ich darf nicht. Ich darf nicht. So, wir dürfen hier nichts kaputt machen. Das gehört ja alles unserer Oma, richtig? Ah, scheiße. Ah, scheiße, ich war's nicht. Ich laufe lieber hier rüber, damit ich nichts kaputt mache. Oh Gott, oh Gott. Die Tasten müssen wir noch richtig ausrechnen, nicht, dass sie runterfallen können. Wow. Okay, 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 ich war's nicht, ich war's nicht, ich war's nicht. Bevor meine Oma kommt, sollten wir uns oben verstecken wahrscheinlich. Okay, dann werden wir es auch noch natürlich machen, wenn wir die Leiter hochklettern können. Oh, verdammt. Sie ist gut. Zero, ich habe auf dich gewartet. Zero. Brüll dir doch mal das hier an. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Kaum zu glauben, dass du schon in dem Alter bist, um dieses Gewand zu tragen. Du hast das Heldengewand erhalten. Sieht sehr warm und gemütlich aus. Jetzt schau doch nicht so. Schliff rein. Heute ist der Tag, an dem du dasselbe Alter erreicht hast, wie damals der Held aus der alten Legende. Es ist doch nur für einen Tag, also sei tapfer. Früher wurden die Jungen ab diesem Tag als reif betrachtet und in die Kunst des Schwertkämpfes unterwiesen, um sie auf den Kampf gegen das Böse vorzubereiten. Aber diese Zeiten sind vorbei. Und überhaupt, der Einzige, der sich auf dieser Insel noch mit den Kunst des Schwertkämpfen auch beschäftigt, ist der alte Vater Orca. Das Schild, den du hier als Wandschmuck besiehst, ist noch ein Überbleibsel aus jener alten Zeit. Verstehst du? Yo. Zero. Freu dich doch. Das Gewand steht dir wirklich ganz ausgezeichnet. Gut, heute Abend kommen alle Nachbarn, um deinen Geburtstag zu feiern. Ich habe ja noch so viel, um die ganze Vorbereitung für die Feier zu tun. Ich koche nämlich heute deine Lieblingssuppe für euch. Ich hoffe, du freust dich. Ach, das wird bestimmt eine ganz wundervolle Feier. Gut, bitte geh doch und hol deine Schwester Ariel. Ariel Style Kompakt! Oh yeah. Ja, wir haben jetzt das Heldengewand, sind schon gekleidet wie der Held aus der alten Legende. Wir sind zwar nicht sehr Hero of Time, aber wir bleiben The Zero of Time. Das wollte ich schon mal sagen. Gerade in einem Zelda-Spiel. Und so ein schönes Action-Adventure habe ich mir gedacht, komm, das passt noch auf dem Kanal drauf. Wer ist das denn? Ist das Jimmy Neutron? Genau, halt doch mal hier gedrückt und sprich. Mich dann durch an, versuche es. Sehr gut, ausgezeichnet, du bist ein kluger Junge. Ja, es ist Jimmy Neutron. Es handelt sich hierbei um das Autofokus. Wenn du L drückst, kannst du Personen ansprechen, die weiter weg sind. Doch nicht nur das. Ist niemand in deiner näheren Umgebung, kannst du deinen Blick nach vorne ausrichten. Diese Funktion ist überaus praktisch. Schreib sie hinter die Ohren. Abgesehen, ja, das ist eigentlich nur Standard. Wie gesagt, die erzählen euch, was ihr zu tun gelassen habt in dieser Welt. Beziehungsweise auch Präludien, sagen wir mal so. Und wir haben Schinken gefunden. Yay, unser Mittagessen ist gerettet. Komm her, Schinken, wir haben Hunger. Jetzt komm her. Komm her. Komm her. Danke. Hey, ich hab Mittagessen gefunden. Wir scheißen auf die Suppe. Wir haben Schweinchen. Ein lustiges Feature. Hier ist ein Schwein wieder. Guck mich nicht so böse an. Ich hab einen Geist gemacht. Das ganze Dorf hat sich gegen uns verschworen. Es ist böse. Nein, das sind alles unsere Freunde, die natürlich unseren Geburtstag feiern wollen. Und sich nur ein Stück vom Schwein erhoffen. Oder von der Torte. Oder von der Suppe. Ich weiß auch nicht. Hey, das ist ein Kind. Oh, Schnauller-Attacke! 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 Oh, wir haben ihn abgeschüttelt. Das dürft ihr nicht auf die leichte Schulter nehmen, meine Freunde. Die Schnauller-Attacke wird euch auch treffen. Wenn ihr nicht aufpasst. Ich würde jetzt gerne wissen, wie lange ich schon drehe. Das würde mich interessieren. Deswegen werde ich mal kurz gucken. Ah, es geht noch. Ein paar Minuten haben wir noch. Von daher gucken wir jetzt mal. Oh, Zero.
Hat das Oma für dich gemacht? Naja, aber ich weiß nicht. Ist es nicht ein bisschen warm da drinne? Aber es steht hier hervorragend. Zero. Streck doch mal deine Hand raus. Das ist mein größter Schatz und ich leihe dir den ganzen Tag. Alles Gute zum Geburtstag, Zero. Du hast das Fernrohr geliehen bekommen. Es ist der größte Schatz deiner kleinen Schwester. Ruf das Item nur auf und lege es auf beliebige Tasten, um einen Blick zu riskieren. Na und, freust du dich? Hier leih ich es gerne. Du bist ja schließlich mein großer Bruder und daher was ganz Besonderes. Schau dir doch mal unser Haus von hier aus an. Du wirst Augen machen. Werden wir das heute noch machen? Ich glaube nicht, Leute. Also, Leute. Ich hoffe, der erste Part von The Legend of Zelda The Wind Waker hat euch gefallen. Und wenn ja, könnt ihr mir eure Meinung in die Kommentare schreiben. Würde mich echt interessieren, was ihr von dem Spiel haltet, von den ersten Eindrücken her. Und wie gesagt, das wird ein komplettes Let's Play. Ich werde hier alles zeigen. Wirklich alles. Deswegen alles. Alles oder nichts, das sollte die Frage. Und Leute, haut rein, schönen Tag euch, wünsche ich euch noch und bis zum nächsten Part. Ciao!